Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Esslingen sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Als die Rettungskräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Haus. Flammen schlugen aus den Fenstern. Es standen noch mehrere Personen an den Fenstern des bereits im Vollbrand stehenden Gebäudes, sowie Personen auf dem Dach, die zu springen drohten. Habe ich gesehen von Fenster eine Frau und war von anderen Fenster eine Junge und wollte runterspringen. Und ein älterer Mann hat schon gesprungen und dann hat verletzt Bein. Weitere Bewohner waren aufs Dach geflüchtet. Sie konnten von der Feuerwehr mit Leitern und einem Sprungpolster gerettet werden. Es sind Trupps in das Gebäude, da nicht bekannt war, wie viele Personen in dem Gebäude sich noch aufhalten. Und es wurde parallel auch die Brandbekämpfung von außen eingeleitet. Die Feuerwehr konnte den Brand bis Mitternacht löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand starben zwei Männer im Alter von 37 und 53 Jahren. Ja, wir beklagen leider auch zwei Tote hier im Gebäude, die ihren Verletzungen erlegen sind. 18 Personen konnte die Feuerwehr aus dem Gebäude retten. 4 Bewohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch 3 Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzten sich und mussten ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Das Gebäude ist nach dem Brand stark einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Es sind dann auch 18 Menschen obdachlos geworden. Da habe ich mich dann darum gekümmert, dass die heute in einem Hotel in der Nähe hier unterkommen. Und morgen werden wir sie dann weiter natürlich versorgen. Und das sind auch Seelsorger vor Ort, die sie natürlich auch betreuen. Während der Löscharbeiten mussten 2 angrenzende Häuser ebenfalls evakuiert werden. Deren Bewohner konnten im Laufe der Nacht in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen am Brandort, der Rettungsdienst mit 88 Einsatzkräften. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.